Berlin. Hier steht die größte Taxiflotte Deutschlands. Knapp 8000 Taxen befördern uns jeden Tag und jede Nacht durch die Hauptstadt. Tagsüber ist es kein Fahren mehr, das ist eher ein Stehen. Und nachts kannst du sagen, ich fahre Taxe. Ja, nachts erlebt man natürlich die interessanteren Dinge im Taxi. Also du als Taxifahrer bist du schon wie ein Psychologe. Weil ich hier an Eheprobleme schon gehört habe. Berliner Urgestein Jürgen nimmt uns eine Nacht lang mit in seinem Taxi und fährt uns quer durch die ganze Stadt. Das ist hier eigentlich ein guter Treff nachts und ein beliebter, wo viele ranfahren. Weil man hier kriegt man einen Kaffee, hier ist das lustig, die dahinter ist sehr nett. Das ist ganz in Ordnung hier. Ich nehme die Waffe, so. Du verwöhnst mich heute. Verkäuferin Manuela fühlt sich durch die Taxifahrer, die zu ihr kommen, jede Nacht sicher. Ja, die würden uns beschützen. Bis aufs Messer. Wer denkt, jeder, der einen Führerschein hat, kann einfach so Taxifahrer werden, der täuscht gewaltig. Wenn ich die Prüfung heute machen würde, würde ich durchfallen, 100%, obwohl ich 30 Jahre fahre. Berlin-Tegel. Hier stehen jede Nacht etwa 400 Taxen und warten auf ihre Gäste. Man sagt, bei 10 Arbeitsstunden kannst du sagen, sitzt du 4 bis 5 Stunden, sitzt da rum und wartest an der Halte auf den nächsten Kunden. Das kann schon mal langweilig werden, macht aber manche Fahrer kreativ. Guck mal, das ist so Taxispiele. Jeder klaut von jedem die Schachtel. Ich hab seinen. Hey, guck mal, Schachtel her! Hey! Hey! Das ist dein Ernst, Alter. Nur selten trifft man nachts in Berlin eine Taxifahrerin. Ist es einfach zu gefährlich für Frauen? Hier am U&S-Bahnhof Pankow treffen wir Fahrerin Tina. Es gibt ganz viele schöne Geschichten. Ganz viele. Es gibt aber auch leider auch Negatives. Das war ein Mensch, der einstieg auf dem Weg nach Schilde nachts und mir androhte, er kann den tödlichen Schlag von Karat. Und wenn man nicht macht, was er sagt, dann spürt er, dann muss er zuschlagen. Ey, weißt du, dass wir Ausländer hassen? Direkt so in meine Fresse. Was willst du machen, wenn wir drei dich umbringen? Und dann habe ich gemerkt, ey, langsam kribbeln die Eier, Alter, du musst was machen. Und als ich nach Schildow reinkam, wo die Häuser waren, sagte er, er kann doch aber den tödlichen Schlag. Ich sage, was soll ich machen? Dann setze ich das Auto an den nächsten Baum, dann rennen sie auch nicht mehr weg. Und da wollte er lieber aussteigen. Und ich habe dann aufs Gaspedal getreten und bin dann mit 180 oder so voll in der Stadt, volle Kanne durch, hab dann den Wagen geschwenkt, links, rechts, und dann haben die Schiss bekommen. Ich meine, ey, das war doch nur ein Scherz, fahr doch mal langsam. Auch betrunkene Fahrgäste stehen für die Nachtfahrer auf der Tagesordnung. Es hat noch nie einer ins Auto gekotzt bei mir. Noch nie. Ich hab das immer gemerkt. Immer vorher Fenster aufgemacht oder Tür oder so. Ja, in den 70er Jahren war ich DJ gewesen in Berlin. Aber da hast du sehr viele Leute kennengelernt und da warst du zum Beispiel, was du heute als Taxifahrer nicht mehr bist, als DJ warst du der King. Mir ist egal, wie weit ich würde, wenn gehen würde, bis zum Mond fahren. Mir ist egal, wo der Fahrgast hinfahren will. Hauptsache ich fahre. Auch prominente Fahrgäste fühlen sich in Jürgens Taxi wohl. Ich hatte Mario Adorf schon gefahren. War ein sehr gutes Erlebnis gewesen. Trafi Deutsche habe ich sehr gut gekannt. Aber der hat mehr so die Rotlichtsachen besucht in Berlin. Da wollen wir mal nicht drüber reden, er lebt ja noch nicht mehr. Und da hat mich dann einer gefragt, ob ich mal für eine Stunde ihm das Auto geben würde. In der Ecke fahren da und dann war ich auch gemacht. Hat sich auch ganz gut gelohnt finanziell und da hat er dann so eine Dame da eingeladen und hat sich mit der eine Stunde amüsiert, eine Taxe. Es war irgendwo im Prenzlauer Berg, ich sollte da so eine Frau abholen gehen. Dann meinte ich so zu ihr, ja, was machen Sie denn beruflich? Dann meinte sie, sie hat halt ein Porno gedreht. Boah, dann meinte ich mir so, okay, ist ja jetzt nichts so außergewöhnliches, Porno zu drehen, gibt es ja sowas. Und dann halt, hat sie halt gesagt, ja, sie musste halt mit dem Hund Sex haben. Ja. Etwa 18.000 Taxifahrer sind jeden Tag für Touristen und Berliner da. Ich fahre sehr gerne Taxi und es macht auch Spaß, die verschiedensten Leute kennenzulernen. Das ist schon in Ordnung. Und solange wie ich noch kaufen kann, werde ich auch Taxi fahren, nehme ich an. Berlin, die Stadt mit den beliebtesten Taxifahrern der Welt. Wir wissen jetzt, wieso. Tschüss!
Hast du rausgeschmissen? Natürlich nicht. Ist ja mein, ich darf es doch nicht rausschmeißen. Egal, das ist sowas macht man doch nicht. Mit einem Hund.